hier wieder ein Charakter. Ihr wisst, wir haben schon mal übelst reingekackt, aber wir machen heute Redemption. Wir machen heute miese Redemption. Und ich hoffe, dass ich diesmal einen besseren Job abliefern werde. Weil die letzten Male war das echt ein bisschen schwer. Ich würde mal noch ganz random fragen, weil ich die Dings hier hatte, die Diskussion gestern. Ist von einem von euch der Begriff oder die Begrifflichkeit, jemanden durchzulassen, sagt das euch was? Sagt euch das was? Jemanden durchlassen? Kennt das jemand von euch? Ich glaube, viele kennen das nicht, ne? Aber einige, ja, doch schon. Jemand faun, ja, genau. Aber viele kennen das halt nicht. Manchmal, wenn ich das sage, sind so, hä, bist du dumm? Was laberst du? Was für durchlassen? Willst du mich vorbeigehen lassen oder was? Ich werde aber sowieso nie verstehen, wie Geist aus Bayern oder so in der Ecke einfach zum Bäcker gehen und sagen, ich will eine Semmel haben. Ich verstehe das bis heute nicht. Was für Semmel, Digga? Das heißt Brötchen. Ich will eine Semmel haben. Ist einer von euch hier so ein Mensch, der an seinen Sätzen gäh anhängt? Schönes Wetter, gäh? Im Norden sagt man Digga statt gäh. Ja, stimmt, ne? Ich habe früher nie Digga gesagt, aber One Piece Theoretiker hat ein bisschen zu sehr reingeschissen. Weil er so viel diggert, bin ich auch nur noch am Diggern. Aber ich weiß auch nicht, wie ich mir das abgewöhnen soll. Digga! Walla? Walla ist doch schon vorbei. Walla... Guck mal, Walla, Lo, Lan, diese Ehren sind alle vorbei, das gibt's nicht mehr. Früher immer, jedes Mal, Kollege, mal. Lass mal Boysplatz, Lo. Boah, kein Bock, Lan. Lo ist das geilste Wort sowieso, Lo macht gar keinen Sinn. Lo fügt dem Satz nichts hinzu, aber was hat jeder gesagt? Dönerbox, ja, bei mir Dönerbox. Ich habe auch gehört, was gibt's noch? Pommdöner, ne? Fleischeimer, ja, ja, Fleisch, das hat Kage gestern gesagt, Digga. Erstmal ein Fleischeimer sich gönnen. Lo heißt Junge auf Kurdisch. Warte, ist das ein kurdisches Ding? Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Geh mir nicht auf den Sack, Lo. Ist das so ein Ding? Kommt das von den Kurden? Crazy, das wusste ich gar nicht. Haben wir mal wieder verglichen, wie die Sprache von uns allen sich unterscheidet. Lass einen Daumen nach oben da. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Abo auf dem Kanal. Cool, du weißt was? Lass einfach den Talk von eben ein bisschen drin. Ein bisschen mal lernen untereinander im Chat, wäre, glaube ich, ganz gut. Let's go. So ein Goku? Goju? Feuer? Aus Fire Force, dieser Typ, der so Kamehameha gemacht hat. Oh mein Gott, wie hieß er nochmal? Oh, ich hatte es kurz gehabt. Ich hatte kurz ein Fragment im Kopf gehabt. Es ist wieder weg. Warte. Shadon. Er hieß Shadon. Big clap, er hieß Shadon. Wie gesagt, ne? Zeitlimit ist nur für Multiplayer-Modus. Ich mach Stopp, aber ich werde nicht das endlos langziehen. Ne? Also keine Sorge. Präsident? Ninja? Okay, Hokage wahrscheinlich? Hashirama. Ja, okay. Ich glaube echt, das ein bisschen einfacher gemacht, weil ich die letzte Zeit so reingeschaltet habe. Spy Family irgendwas. Vampire? Schalldämpfer Gun? Warte mal, ich denke, das ist so kompliziert. Twilight. Ich denke mir an Spy Family, aber wieso Spy Family? Ich verstehe Twilight da nicht, was Spy Family. Ich würde Lloyd sagen, aber wieso Twilight? Ach, weil der Twilight heißt, dein Deckname. Lloyd aus Dings. Ja, ja, ja. Ja, stark. Stark. Okay, Blitz. Hammer? Nobara? Ja, Nobara, schwarzer Blitz. Nobara, easy. Er hat es voll einfach gemacht. Diesmal war ich so reingekackt am letzten Mal. Ja, ich gehöre 40 von 40, Guys. Ihr werdet sehen. Okay. Katze, Bull? Vanessa von Black Clover. Goat Nessa. Okay, dieser komische Typ aus Dora, dieser Dieb. Inosuke? Digga. Das kann man Inosuke sein. Die Schwerter ist viel zu einfach. Das kann ich denn ernst sein. Wieso die Zunge? Das ist nicht Inosuke. Hä? Muss aber Inosuke sein. Wer soll das sonst sein? Oh mein Gott, strong. Er hat mich mit den Schwertern so gebaitet, ne? Ich war mir so sicher wegen den Schwertern. Okay, Nummer 3. Espada oder so? Könnte das eine Espada sein? Wer war die Nummer 3 davon? Es ist eine Espada. Ist Nummer 3 diese eine? Diese Haribel? Ist es aber die? Nummer 3? War das Nummer 3? Ja, war Nummer 3. Stark war, glaube ich... Ja, Stark war 1, der Skelett war 2. Das wird sie sein. Aber war sie so ein Centaur? Vorher, glaube ich, ne? Ja, das muss sie sein. Das muss sie sein. Oh mein Gott. Okay, Karate. Würfel? Nummer 6 vielleicht? Ne Disc? Sassy? Was? Karate Nummer 6 Würfel? CD? Punapomi, I guess? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Ansatz. Osan, Digga, komm mal talk. Ich nehme dich als Joker. Ich rufe dich jetzt an. Hilf mir bei Jumper, meine Damen und Herren. Schwierig, Alter.
Karate, Würfel, 6. Jojo ein bisschen, ich weiß nicht, ob es gut. Ja, Jojo, aber bei Jojo Karate? Welcher Charakter könnte das sein mit Karate und CD? Vielleicht Stand, keine Ahnung. War da gab's nicht einen Stand mit so einer CD oder so, mit CD-Wechsel? Ja, das war hier das Stand von Pucci eben, das war. Pucci? Wie hieß er nochmal? Aber ist das dieser Pornhub, The Homie? Ist auch ein Pornodarsteller, oder? Ja, der hat auch diese. Wie kann man sagen, er hatte diese Zähne gehabt, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Spoiler bitte nicht den Platz für die Leute. Nein, ich spoiler nicht, deswegen, ich will nicht spoilern. Ich weiß nicht, ob das White Snake sein soll, also das dann heißt ja White Snake. Aber meinst du, ist das nicht zu utopisch, sowas in ein Video reinzupacken? Das ist schwierig, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass es ist. Weil ich weiß nicht, was der Würfel dabei zu tun hatte, sein sollte. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass der Stand einen eigenen Willen hat eben. Ja, gut, sonst. Wir sagen das, aber es wird niemals sein. White Snake, aber ich bin voll gespannt, was der sein wird. Nee, ich weiß leider nicht, tut mir leid. Wow! Wow! Oh mein Gott! Okay, das hätte ich nicht predicted. Okay, das ist ey, Chat, Real Talk, mach mal jetzt nicht auf Schlaumeier. Sag mal bitte, wer von euch wusste das? Digga, es ist so krank, ne? Er ist so krank im Kopf, wirklich, was er sich einfallen lässt. Okay, Flügel? Augenklappe? Flügel, Augenklappe. Hawks hat doch keine Augenklappe. Wer könnte es sonst sein? Irgendein Black Clover Character? King? Jimmy? Ein kleiner und ein großer Dude? Boah, Bruder, da bin ich ja wieder voll verloren. Wissenschaft, was mit Wissenschaft? Wer soll das denn sein? Mit Flügel, Augenklappe? Da bin ich wieder vollkommen verloren. Sender die Sins? Irgendwas Sender die Sins-mäßiges? Nee, ich komm da nicht drauf. Ich hab nicht mal einen Clou. Nee, das wird nichts. Da bin mir sicher, dass ich da drauf nicht kommen werde. Oh. Ja, stark, aber schwer. Okay, Gott aus Family Guy, glaube ich. Eine Katze. Champa? Champa aus Dragon Ball? Den hat. Er war literally gerade der Joker, ne? Also der linke Guy. Das war gerade der Joker, den wir hatten. Das war Osan, Champa. Ja, ist einfach Champa, Digga. Geil. Richtig big, Alter. Wer ist das? Oh Mann, der kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer das ist. Raph aus, also Bradley aus Fullmetal? Ja, Bradley. Es ist Bradley. Safe. QB, vielen Dank für den Sub. Hätte mich auch überrascht, wenn das nicht Bradley wäre. Sukuna? Was? Shin. Shin aus 86. Shinei. Nosen aus 86. Easy Points. 86. Diese andere Liebe. Mikasa. No. Hä? Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Ich glaube, es könnte vielleicht, ich bin da nicht so sicher, aber ich schätze mal, es könnte Yoko Litten aus Gurren Lagann sein. Aber es ist nur eine vage Vermutung, ich kann das nicht so einordnen. Ist nur eine vage Vermutung. Sieh mal einer an. Hat sich wohl recht gehabt. Was für ein Zufall. Okay, panische Kinder. Rote Augen Cosplayer? Marin? Das ist aber super einfach. Weil den Bikini erkenne sogar ich. Okay, das war easy. Kreuz? Feuer? Wie hieß sie nochmal? Iris. Nein. Dr. Giovanni. Aus Fire Force. Der Dr. Giovanni. Ey, die Augenklappe hat aber auch anders gespammt heute, ne? Digga, einfach wieder ein Roboter. Asuka, Sorio, Langley aus Neon Genesis Evangelion. Easy clap. Die Augenklappe wird heute anders gespammt. Damn, bro.
Gentaros, vielen Dank für den Sub. Krone. Ragnar Cockblock, Digga. Askelat. Aschilato. Aschilato. Okay. Frankenstein. Spinne. Fingerknacken? Franklin. Franklin von den Spinnen aus Hunter x Hunter. Weil er halt aus den Fingern schießt, so komisch aus wie dieser Typ. Und, ne, Machine Gun. Ja, easy. Kaguya. Orochimaru. Also, ich deute das gerade als Kaguya von Kaguya-sama Love is War, dann halt Naruto. Pitch, Herzschmerz, weil das Ende scheiße war. Knochen check ich nicht. Aber es könnte Kaguya aus Naruto sein. Aber das ist zu random. Was? Kimimaru. Ah, Kaguya, ne? Dings hier. Kimimaru, passt ja. Das ist Otsutsuki Mutsuki. Ne? Das war's ja, die Verknüpfung. Das Band. Herzschmerz, weil er Herzprobleme hat. Knochen, Kimimaru. Kimimaru aus Naruto. Ah, genau. Kaguya war sein Nachname. Nice. Kreuz, Schiff, Monkey, Falkenauge, ey, das hat ein bisschen gedauert. Drakurumi Hurku. Guess who's back? Glatze, grüner, Ruggiero aus Mushoku Tensei. Ruggiero, ja, der Kristall im. Ja, passt. Ruggiero. Okay, Dolch. Kristalle. Roter Pullover? Posaka aus Fate. Der rote Pullover. Der ist es. Kurapika. Wie heißt der? Ich weiß, wie er heißt. Verdammt, er hat die Stimme von Neji aus im Deutschen. Wie heißt der? Verdammt! Ah, ich weiß, wie er heißt. Warte. Ich habe mir letztens Eselbrücke gemacht, weil Megumi ihn immer so lustig genannt hat. Kamo-san! Aber ist es für anders? Es muss doch Kamo-san sein. Hä? Ach nein! Megumi hat mit diesen Stöckern gekämpft gegen Kamo-san. So war das. Megumi hat mit diesen Stöckern gekämpft. Ja, okay. Genau, so war das. Ich hab die Verknüpfung ein bisschen anders gehabt in meinem Kopf. Fushiguru Megumi. Weißer Anzug. Roter Kristall. Musan? Das kann doch nicht Musan sein. Roter Kristall war Musan? Wer hat denn noch so einen weißen Hut? Hat überhaupt jemand so einen weißen Hut? Roter Kristall, was ist das unten rechts überhaupt? Hä, das ist doch nicht Musan. Musan hat einen schwarzen Anzug und keinen weißen Anzug. Nee, das kann nicht Musan sein. Ich bin mir sicher, dass ich ihn kenne und dass ich mich ärgern werde, aber ich komme gerade nicht drauf, weil ich zu dumm bin, auch nicht zu checken, was mir das rechte Bild sagen soll. Und ich sehe schon, Chat, Digga, macht den OPT. Das heißt nichts Gutes. Bin ich so lost? Oh mein Gott, ey, meine Fresse, Alter. Das hat aber lange gerattert, du. Es ist natürlich niemand anderes als... So, haben wir das auch mal erledigt. Das war lange gut. Überleg mal, wie funny das jetzt wäre, wenn er es nicht ist. Das wäre so geil, aber ist klar. Meine Fresse, Digga, da habe ich aber echt lange gerattert, du. Kanoro Miyamoto. Power. Wait a minute. Das ist nicht Power. Nero? Aber der hat doch kein weißes Kleid. Und der hat schwarze Flügel. Aber der hat doch kein Drachenauge. Hatte Nero nicht so Hörner gehabt? Ulti, maybe? Nein, das ist random. Doch, Ulti! Ulti? Die schwarzen Flügel? Aber das Auge? Nee, doch, Ulti. Es ist... Hä, ist es nicht Ulti? Okay, Samurai-Schwert. Rauchen.
Irgendwas hier damit beschwören und so? Boah, ich bin wieder richtig lost hier. Das Schwertrauch macht mich fertig gerade. Ich kann an keinen Schwertkämpfer denken, der raucht. Ey, ich komme noch nichts drauf. Ich werde mich in den Arsch beißen wahrscheinlich. Ich wollte sogar einen aus Chainsman sagen, aber ich dachte mir, nee, Chainsman ist nicht drin. Zylinder? Was? Also ich baue mir gerade eine Brücke mit Tobi, Maske, künstlicher Arm. Aber Murmeln und Zylinder? Nee, das wird nicht Obito sein. Irgendwie klingelt da was mit dem Murmeln. Ich weiß aber nicht was. Perle aus One Piece vielleicht? Nein. My Hero Macadamia! Es ist dieser eine, oh Gott. Dieser eine, My Hero, der Bakugo so gefangen genommen hat. Wie hieß der nochmal? Wie hieß dieser Hunde nochmal? Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie er heißt. Wie heißt der? Mr. Compress, Digga. Er komprimiert anders. Ja, Digga, ich bin My Hero OG. Ich weiß alles über die Serie. Ich bin der Krasseste. Sunglasses. Puppe. Kirsche. Was zum Teufel? Voodoo-Puppe? Wer macht Voodoo? Nobara macht Voodoo. Wer macht noch Voodoo? Aber wieso raucht die Voodoo-Puppe? Wer macht denn noch Voodoo außer Nobara? Hä? Bleach? Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe no clue. Maki. Es ist Maki. Es ist Maki. Es ist 100% Maki. Ich weiß jetzt schon, dass es Maki ist. Reden wir nicht drüber. Nehmen wir den Punkt mit. Nicht drüber reden. Nicht drüber reden. Einfach nicht drüber reden. Nicht drüber reden. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Katakuri. What? Feuerschwert Donut? Sushi? Oh, ich hätte so Bock auf Sushi jetzt. Hä? Wieso weiß ich das nicht? Wieso wisst ihr das alle? Hä? Ich kann doch nicht so blöd sein. Es kann doch nicht sein, dass ich so blöd bin. Shokugeki no Suma vielleicht? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Joker, sofort Joker. Joker, sofort Joker. Mein zweiter Joker, sofort. Komm ran. Hallo. No, ey, sag mich, tief ein bisschen. Es muss doch Rengoku sein. Digga, okay. Da war ich ja nicht mal im Ansatz dran. Ja, ey, Bro, ich danke dir, Alter. Heide, viel Spaß. Danke, ciao, ciao. Wow, Chat, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, Mikrowelle. Deku? Cell? Steins Gate, aber wer? Uin Kyoma? Uin Kyoma. Schwarzer Anzug, Sonnenbrille oder Fresher Dude, Stern, Loki aus Fairy Tail. Meine Damen und Herren, man nennt mich auch den Fairy Tail Theoretiker. Fairy Tail in Minuten Part 3 kommt. Nicht Okiko, sondern... Ich weiß nicht, wie er heißt, Mann. Der von Whitebeards Crew, Alter. Der mit Lippenstift. Iso. Wenn es jetzt nicht Iso ist, Digga, bin ich so sad, ne? Dankeschön. Iso, Ehrenmann, Digga. Krolo? Krolo, Lucifer. Yes, Krolo, easy. Der war geschenkt. Was? Blatt, Apfel, Schlagring, Knackarsch, Adam, Racket of Ragnarok. Einfach mal die Dinge aussprechen, dann kann der Kopf besser verknüpfen. Bonusfrage, 3 Punkte. Brauchen wir nicht mal, wir haben schon nur geschafft, aber egal. Das ist fies. Das ist straight up Mobbing, Bro. Das ist straight up Mobbing. Digga, ich bin aktuell so gut auf Date mit
mit 1,5 Kalorien, Eiweißdecken und so. Das ist fies, Bruder. Das ist einfach fies. Das ist fies, Digga. Das ist natürlich Miluki aus Hunter x Hunter. Und scheiße nochmal. So ein kleiner Assi, Digga. War wieder super, super Quiz. Hat wieder übertrieben Bock gemacht. Einfach nur geil. Absolute Liebe. Auch an YouTube-Zuschauer, wenn ihr mehr wollt, unbedingt Daumen nach oben lassen, Abo bei Acer lassen. Auf jeden Fall zeigen, dass ihr Bock auf mehr habt. Macht übertrieben Fun. Leute, vielen, vielen Dank. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein.